Hey Leute, ich bin's Fritz und ja, ungewohnte Umgebung. Ich befinde mich gerade in Indonesien, auf Bali. Gerade ist es ruhig, aber normalerweise knallen die ganze Zeit Autos lang. Und ja, heute möchte ich mit euch gemeinsam mir einen Lost Place angucken. Und von hier aus kann man ihn, glaube ich, im Hintergrund schon ganz gut sehen. Da ist er. Das Ganze ist eine verlassene Hotelanlage, ziemlich groß, hier oben ein bisschen in den Bergen gelegen. Ich habe die Drohne mit dabei und auch ein bisschen recherchiert. Angeblich wurde der Bau irgendwann eingestellt und das Ganze auch nie in Betrieb genommen, aufgrund von Geistern. Ich persönlich bin nicht abergläubisch, aber wir gucken uns das Ganze mal an, verschaffen uns einen Überblick und ja, viel Spaß mit dem Video. Hier vorne sehen wir die Anlage schon, aber hier ist erstmal ein Tor, das ist dicht. Wir sind natürlich auch sehr befahren mitten an der Straße, überall Leute, die gucken natürlich auch alle schon. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, wie wir überhaupt aufs Gelände raufkommen. Weil hier sieht es gar nicht mal so gut aus. Oh, da gab es gerade einen Unfall. Er hupt, was ist da los? Fahrerflucht, er fährt einfach. Er ist gerade einfach in den LKW gefahren und fährt einfach nicht. Jo, da ist eine Delle drin. Das Areal ist ziemlich groß. Ich check das Ganze nochmal auf Google Maps. Vielleicht kommen wir eher von der Seite oder von hinten ran, dass wir nicht direkt an der Hauptstraße sind. Seht ihr selbst, was hier abgeht. Can we go inside? Yeah, from there, yeah. Yeah, but that's close. Yeah, but you must be like 50 per person. For you? No. Yes, but yeah. Okay, I can getting you. Is that the security? Yeah, security. Yeah. I can pay them? Yeah. And go inside? Yeah, 50. Okay. You buy food? Yeah, yeah. Was ist hier los, Alter? Also anscheinend kann man für einen 50er da rein. Also für 50.000 Rupie. Er nimmt mich jetzt auf den Roller mit. Das wird ja schon mal zum Abenteuer, Leute. Was ist hier los? Ab jeder. Ja. Mehr gegeben. Ja, Leute, willkommen im Lost Place. Gut, na das läuft. Dann können wir uns jetzt hier ein bisschen umgucken. Also anscheinend, so wie es aussieht, ist er hier quasi das Nachbargrundstück. Und ja, lässt die Leute hier drauf für einen kleinen Obolus. Das Ganze waren jetzt 100.000 indonesische Rupies. Das müssten ganz grob ungefähr 7 Euro sein. Also, völlig fein. Ich bin jetzt quasi ganz offiziell hier drauf. Mit Genehmigung, könnte man sagen. Ich habe ja auch einen Rucksack dabei. Hier ist Hängematte, Schlafsack und alles drin. Denn ich will nach dieser Location noch zu einem Wasserfall hoch in den Dschungel. Und da auch eine Nacht verbringen. Das wird dann das zweite Video. Das heißt, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen die Lost Place hier an. Dann geht es später für mich weiter. Für euch in einem anderen Video. Und als allererstes packen wir aber mal die Drohne aus. Und checken das Gelände mal hier in seiner gesamten Schönheit, würde ich sagen, oder? Okay, Freunde, Drohne ist gelandet. Hier ist schon mal ein richtig geiler Baum. Da hinten haben wir ja schon die Treppenanlage gesehen, die da nochmal in so einen separaten Bereich führt. Aber wir gehen natürlich, wie es sich gehört, in den Main Entrance. Es sieht auf jeden Fall schon ziemlich zerbröckelt teilweise aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich Inventar erwarten können. Aber generell, für die Leute, die schon in Asien waren, nichts Neues. Aber die Baukunst, Freunde. Liebe zum Handwerksdetail, das ist einfach nur geil. Allein schon hier dieser Empfang
Überall gibt es mal geile Statuen. Überall ist alles verziert. Guck mal, selbst hier oben. Extra abgesperrt, weil das Dach wahrscheinlich hier extrem marode ist. Also aus dem Bauch raus würde ich sagen, mindestens 10 Jahre alt schon. Aber ich weiß auch nicht, wie hier so gewisse Tropenstürme sind, die natürlich so ein Gebäude schneller mal kaputt machen als bei uns. Aber hier sifft es überall durch. Geil. Hier regnet es überall durch. Hier, klassischer Empfangsbereich. Alles aus massivem Stein. Also wenn, dann gönnen wir uns natürlich hier die Präsidentensuite, ist ja ganz klar. Das ist übrigens der typische Verfall von Lost Places. Das Dach ist nicht ganz dicht. Und schon regnet es überall durch und dann kommen die Pflanzen und machen alles kaputt. Also sprengen das halt auf. Hier regnet es überall durch. Guck mal, hier wachsen Pflanzen schon unten drin. Hallo? Ist hier jemand? Ist immer ganz wichtig, musst du machen. Die Insider wissen warum. So. Ja, man hat tatsächlich doch noch ein bisschen Inventar. Sieht aus wie Kühlanlagen. Hier hat es auf jeden Fall die ganzen Kachel schon runtergehauen. Von den Dächern. Haben wir ja auch auf den Drohnenaufnahmen schon gesehen. Aber dadurch ist der Verfall natürlich da. Schaut mal hier, es steht richtig komplett unter Wasser. Es läuft gar nicht ab. Boah, was ein Blick. Leute, stell euch vor, hier so ein kleines Frühstück. Vielleicht einen kleinen Sonnenschirm. Und dann isst du einfach schön hier dein Omelette am Morgen mit dem Blick. Ist schon geil. Sehr, sehr nice. Dadurch, dass hier natürlich keine Fertigstellung gab, findet man jetzt wahrscheinlich keine persönlichen Sachen, Unterlagen und so. Die Anlage ist halt wirklich einfach vom Baustil was Besonderes, weil sie recht groß ist. So, ich bin jetzt wieder drin, hinten bei den Kühlgeräten. Und hier gibt es eine Treppe, die irgendwie mehrere Etagen nach unten ins Nichts führt. Schaut mal, da unten ist ja wie so ein riesiges Loch. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Oh, Alter. Geht schon wieder los. Aber einiges schreckhaft. Kleine Vögel fliegen nämlich kreuz die quer. Machen sich hier anscheinend auch gemütlich. Scheint hier ein Seiteneingang vorne zur Straße hinweg zu sein. Vielleicht ist das sogar hier. Moment, ich glaube, ich hab's. Dieses Tor, wo wir unten gerade mit dem Rollerfahrer los sind. Hier an der Seite sind wieder übelst krasse Verzierungen. Und das Ganze ist schon komplett eingewachsen. Und das ist genau das, was ich meinte mit dieser Liebe zu den Details. Guck dir das doch mal an. Hier riecht geile Verzierungen und alles voll mit irgendwelchen kleinen Verschnörkelungen und so weiter. Dann hast du hier einfach so eine Art Drache, der als Geländer fungiert und bis da hoch geht. Ich würde mal sagen, wir gehen hier an der Seite diese große Treppe hoch, die wir auch schon mit der Drohne gesehen haben. Boah, hier oben auch wieder so geile Figuren drauf, ey. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sowas extrem. Das zeigt mir einfach nochmal so die Liebe zum Detail, die wir irgendwie so ein bisschen bei uns in Europa verloren haben, finde ich. Erinnert euch mal an Fachwerkhäuser, an Burgen, an auch Altbauten, ne? Aber durch den Krieg damals vieles zerstört und mittlerweile ist nur noch Betonblock, Glasblock, alles schlicht, alles glatt, alles clean, aber irgendwie hat das mehr Leben, muss ich sagen. Einfach nur grandios aus. Allein diese Treppe hier mit diesen Skulpturen wieder. By the way, ihr seht es vielleicht, ich habe Kurzhose und T-Shirt an, bei mir 32 Grad ungefähr und 100% Luftfeuchtigkeit. Also es ist schon alles sehr schwitzig, klebrig, aber gehört einfach dazu, wenn man in so einem Gebiet unterwegs ist. Da müssen wir irgendwie hin. Hier nebenan ein paar Reisterrassen.
Mittagssonne, die knallt. Das ist auch nochmal ein sehr schöner Blick hier runter in die Anlage. Okay, hier ist ein einzelner Raum. Vermutlich irgendwie als Café, Restaurant oder so gedacht, Rundumblick. Schönen Blick hier ins Tal. Wow. Also auch dieser Ausblick ist doch schon der Wahnsinn, oder? Wenn du hier ein Zimmer hast? Geil. Location würde sich natürlich auch mega anbieten, hier eine Overnighter zu machen. Aber ich möchte die Zeit lieber nutzen und mir noch ein bisschen mehr angucken. Es ist auch geil gebaut mit so vielen verschiedenen Etagen irgendwie. Okay, okay. Wir sind jetzt einmal durch die komplette Location, hat echt mal wieder Bock gemacht, sich so ein Lost Place anzugucken und für euch natürlich auch ein Video zu drehen. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben für mich. Ihr wisst, es geht jetzt weiter, irgendwo tief in den Dschungel. Ich möchte zu einem Wasserfall, Overnighter steht an, Dschungel steht an. Das gibt es dann im nächsten Video, also gerne Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.